Ja, man kann nicht einfach sagen, dass es eine christliche Republik ist, aber Deutschland ist ein christlich geprägtes Land, aber eben inzwischen eine weltanschaulich, religiös, kulturell plurale Gesellschaft geworden. Und das ist auch eine Herausforderung für die Christen, auch eine Herausforderung für die Kirchen. Wenn der Anteil derer, die nicht der evangelischen oder katholischen Kirche angehören, zunimmt, wenn die Zahl der Religionslosen, der Agnostiker, der Atheisten zunimmt, dann ist die große Herausforderung für die Christen, sich und ihre Überzeugung, ihren Glauben zu erklären, verständlich zu machen, da er sich ja von selbst nicht mehr verständlich macht. Das ist die Herausforderung. Und ich habe den Eindruck, dass da die beiden Konfessionen noch ein bisschen lernen müssten. Es gehören eben nicht 100% der Bundestagsmitglieder der evangelischen oder katholischen Kirche an, sondern da gibt es auch wahrscheinlich relativ wenige Atheisten, aber doch viele, die ein eher distanziertes Verhältnis zu den Kirchen haben und damit nicht Kirchenfeinde sind. Das heißt, wenn die Kirchen etwas sagen, können sie zwar auf eine prinzipielle Zuhörbereitschaft setzen, aber sie müssen es so sagen, dass man ihnen auch wirklich zuhört und dass Politiker mit den Argumenten auch etwas in ihren Entscheidungsfindungsprozessen anfangen können. Also etwas sehr Grundsätzliches, dass sie auf geradezu störrische Weise immer wieder laut und vernehmlich darauf bestehen, dass wir als Menschen mehr sind als Arbeitskraft und Konsument. Auf diese beiden Rollen reduziert uns nämlich der Markt, dieser allmächtige, allgegenwärtige Markt. Und dass wir Menschen mehr sind, Liebende, Kommunikationsbedürftige, Leidende, Kranke, Sterbende. Und dass das zu unserer Würde gehört. Und dass das auch in Politik bedacht werden muss, bei politischen Entscheidungsprozessen. Das wünsche ich mir von der Kirche. Daraus leiten sich dann sicher einzelne Streitpunkte ab. Aber diese Grundposition, denn Politik ist noch immer in der Gefahr, von der Allmacht des Marktes fast überwältigt zu werden. Ich meine das gar nicht so polemisch, aber man muss es doch ansprechen. Wenn die Bundeskanzlerin von einer marktkonformen Demokratie spricht, dann ist das etwas Entsetzliches. Der Markt muss menschengemäß gemacht werden. Er muss demokratiekonform gemacht werden und nicht umgekehrt. Aber das ist eine unerhörte Anstrengung, da die Kräfte des Marktes, der Wirtschaft übermächtig erscheinen. Und da die Demokratie zu verteidigen und damit den Einsatz für die Freiheit und Gerechtigkeit und Solidarität, da braucht demokratische Politik die Kirchen an ihrer Seite. Ganz herzlichen Dank, nicht nur fürs Interview, sondern auch, dass Sie den Weg zu uns in die Akademie CBH in Nürnberg ins tiefe Franken gefunden haben. Herzlichen Dank. Bitte, bitte.